Oktober Lean-Seminar mit der Fachoberschule der Klasse 12 beschäftigt sich mit der Integralrechnung. Es geht wieder um Flächen zwischen Funktionsgraphen und zwar diesmal in einem Intervall. Wir schauen mal hier zu der Skizze. Es sind zwei Funktionen gegeben, f von x und g von x, wobei die Fläche, die von den beiden Funktionen gebildet werden soll, im Intervall von 1 bis 5 geht. Das haben wir hier nochmal hingeschrieben. Wie üblich bestimmen wir die Differenzenfunktion. Die Differenzenfunktion haben wir hier dargestellt als f von x minus g von x. F von x war 0,125 mal x² plus 1 g von x, also minus, und dann minus 0,5x² plus 3x minus 4. Das Ergebnis dieser Differenz ist 0,625x² minus 3x plus 5. Und jetzt geht es weiter mit der Mimi, bitte. Ja, genau. Danach bilden wir das Integral von 1 bis 5 über 0,625x² minus 3x plus 5 nach dx. Danach bilden wir hier die Stammfunktion 0,625 durch 3 mal x3 minus 3 halbe mal x² plus 5x in den Grenzen von 1 bis 5. Dann setzen wir einmal die obere Grenze ein und dann einmal die untere Grenze. Das haben wir hier nochmal einmal ausführlicher aufgeschrieben. Und da beträgt dann die Fläche 9,8. Ja. 9,8, richtig. Ja, gut. Das war also eine relativ kurze Aufgabe für uns. Aber wie gesagt, wir müssen sowas bringen. Die Schwierigkeiten liegen meist in den einfachen Rechnungen. Und es ist nicht immer ganz so einfach, alles mit dem Taschenrechner in einem Zug durchzuziehen. Es sei, man kennt den Taschenrechner sehr, sehr gut, dann klappt es. Aber es passieren natürlich Fehler. Bis hierher.